Bevor wir Nimo anhören, hören wir jetzt mal das Kianos PA Sports Ding. Habe ich ja schon angekündigt, weil es hier so schön gerade hier vorne als erstes angezeigt wird. Krass, Mann. Die machen ja jetzt dieses Crossover-Ding und da machen die ja wirklich so, dass die sagen, wir vermischen die Genres. Und ich bin gespannt. Ja, das kennen wir alle, glaube ich, ne? Cut my life in two pieces. This is my last reason. Wer ist das nochmal? Wer ist das nochmal? Ah, Linkin Park, ja. Wow, mach mir die Kopfhörer laut, Bruder. Gib mir eine Sekunde und ich drop böse drauf. Okay, Mikrofon check. Den seine Stimme, Bruder, die holt mich direkt so. Nimmt die mich mit. Das ist so. 1, 2, kann man mich hören? Ja. Okay, lass alles zerstören. Rock'n'Roll auf dem Track, mein Diplom ist im Rap. Hole Brot, denn die Show ist ein großes Geschäft. Fliege. Ich glaube, da hängt halt auch viel persönlicher Shit mit drin, so, weil ich den Bruder einfach live kennengelernt habe und gemerkt habe, was für ein echter, geiler, lieber Mensch der ist und wir uns in die Augen geguckt haben, seitdem oft telefonieren, schreiben, auch jetzt Livestream vorhin gemacht haben. Das kannst du nicht mehr rausnehmen aus deiner Bewertung oder so. Das pusht dich positiv jemandem gegenüber. Verstehst du? Ist auch vollkommen okay, finde ich. Du Idiot, geh mal weg, die Kanone macht bad, bad, bad. Komm, lass die Karten auf den Tisch und pusten euch alle weg, rettet den Last weg. Deswegen machen wir auch Interviews so. Deswegen ist es ja auch so geil, sich Interviews reinzuziehen, damit man den persönlichen Kontakt zum Künstler einfach nochmal mehr catchen kann, als nur durch Musik. Auf Straße, pump die Shit laut, L.E.B., Heavy Metal Gang, Digga, was, yeah. Ich sag das, wie es ist, ne? Ich hab halt früher auch selber eine Zeit gehabt, wo ich sehr viel so rocklastige Sachen gehört habe. Ich war wirklich auch ganz tief drin, hab so Heavy-Metal-Sachen und so gehört. Natürlich auch Linkin, also ich glaube, Limp Bizkit Rollin' war meine erste Maxi-CD zusammen mit Eminem Stan. Und danach auch Linkin Park gehört, auch Nirvana und so Sachen. Also ich bin da immer offen, ne? Ich bin genremäßig wirklich offen. Und deswegen, ich find's geil, wenn man das mal mixt einfach so. Das war damals. Oh shit, man, jetzt sogar noch Autotune mit drin genommen, so. Bin ich mal gespannt jetzt. Und das hat dann nicht geklappt. 100k in einem Jahr nur für Mann. Hab getan und die Zeit ist nicht oft. Das war damals auch gar nicht geplant. Geil. Der Bruder kann auf jeden Fall mit Autotune umgehen. Keiner von uns hat dann nicht geklappt. 100k in einem Jahr nur für Mann. Hab getan und die Zeit ist nicht oft. Erste Klasse Emirates, wir bestellen's. Oh shit, man. PA to the motherfucking Sports ist am Start. Takes Phillies voller Wedding Cakes, mag die fetten Papes. Auch wenn ich stille, treff ich safe, so wie Harry Kane. Wollt die. Einzigartige Stimme, einzigartigen Ausdruck in der Stimme. Alleinstellungsmerkmal des Grauens, feier ich. Ich feier auch, wenn PA Sports einfach mal Real Talk macht, so. Der Typ ist der, für mich der Real Talk King. So, auch in Songs, auch auf Tracks-Basis, so. Und ich hab Bock mal wieder Real Talk zu hören, ne? Ich hab Bock mal wirklich PA Sports Dinger, Real Talk mäßige Songs, wo der einfach so mal wieder rasiert. Böse Nado Age, komm zu Ali Bay, Pass, die Spanner auf euch schade nur zum Spaß. Kleiner Fick mit dem Ali, wir sind die Card. Was geht ab, Chat? Der Real Talkende Boss, so ist das. Nicht geplant, keiner von euch hat. Aber PA hat voll kurz gerappt, oder? Kann das sein? Kam mir das nur so vor. Oh shit, das neue von Farid, hast du recht, muss ich auch noch abchecken auf jeden Fall. Schubi Leon, bitte, mal schauen. Mach nicht mehr so lang. Mach vielleicht noch ein, zwei Songs so. Ich feier das, Mann. Ich feier, wie gesagt, ich feier diese Rock-Kollabo mit Hip-Hop. Irgendwie war PA's Part zu kurz, oder? Shit, man. Hätte den länger noch, gerne noch länger rappen gehört, den Brother. Corona it out, man. Geil. Aber ich hab gehört, dass die Masken gar nichts bringen. Stimmt das? Killer, Mann. Sehr stark. Starkes Video auch. Wer hat das Video gemacht? Habe ich gar nicht abgecheckt am Anfang. Musikmixmaster. Video bei Hank Brothers
and LF. Auf jeden Fall ein nices Ding. Gutes Ding geworden. Ich glaube, es ist auch schwer jetzt für einen Rapper gerade ein Musikvideo zu drehen, ne? Ich glaube, das ist gerade nicht so einfach, auch mit Locations und rausgehen und dies und mit das. Auf jeden Fall wird noch ein Like da gelassen hier. Und da kann man auch mal einen Kommi schreiben, auf jeden Fall. Ich mag die Jungs auf jeden Fall sehr gerne. Rock it in, man. Stark.